Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Baphomets Fluch 4, der Engel des Todes. Nico ist auf dem Weg nach Phoenix und George wird sich jetzt mal auf die Suche nach Anna Maria begeben. Zumindest ist das unser Plan für diese... Und die Frage ist natürlich, wo können wir Anna Maria finden? Ich habe noch kein direktes Indiz, aber... Es wird auf jeden Fall nicht in ihrer alten Wohnung sein. Vermutlich. Archie ist weg. Ich hoffe, dass er jetzt nicht Nico hinterher ist. Nicht, dass sie in Gefahr ist. Wo soll ich jetzt hin? Meine Frage ist, wo können wir suchen? Also, George hat die Möglichkeit, hier im Vatikan oder Anna Marias Wohnung herumzustochern. Wir werden mal Vatikan wieder aufsuchen. Ich glaube, ich gehe zum Vatikan. Vielleicht haben wir da nochmal eine Möglichkeit, irgendwas in Erfahrung zu bringen. Irgendwer könnte ja Anna doch noch kennen. Vielleicht kehrt sie zurück zu ihrem Fake-Arbeitsplatz, Arbeitsplatz, ihrer eigentlichen Heimat. Wer weiß das schon so genau? Ja, wir klingeln mal. Ich bezweifle, dass sie mir die Tür aufmachen. Da drin bin ich schon mal verhaftet worden. Beim zweiten Mal kann ich den Kopf nicht mehr so leicht aus der Schlinge ziehen. Dann schauen wir durchs Fenster. Schwester Angelika wird wütend sein. Das Letzte, was sie sehen will, ist mein fröhliches Gesicht. Okay. Was sagen denn die Wachleute hier? Was soll das? Er redet nicht. Langweiliger, komisch angezogener Mann. Die Schweizer Garde ist richtig scharf darauf, mich nicht hereinzulassen. Dann eben anders, etwas diskreter vielleicht. Okay. Das ist der Wo Beweis. soll ich jetzt hin? Hier kommen wir nicht weiter. Irgendwas muss noch Ich an der gehe Wohnung zurück in sein. Anna Marias Wohnung. Also irgendwas müssen wir uns hier ansehen. Eine einfache, aber sehr schöne italienische Uhr. Damit es weitergehen kann. Das Ding bietet nur wenig Potenzial. Damit kann ich nicht viel anfangen. Ja, das sagst du jedes Mal und trotzdem hast du damit eine DVD geschaut, Zeit vertrieben, du hast damit den Server gehackt vom Vatikan, also über die Leitungen. Ja? Du bist nie zufrieden, George. Ach, die Tür kriegst du auf. Gut. War auch dein geheimer Eingang in die Wohnung. Suchen wir mal das Schlafzimmer auf. Mal wieder. Schuhe, Ich Hausschuhe. mag sie, aber so sehr nun auch nicht. Pantoffeln sagen sehr viel über eine Frau aus. Sie sind bestimmt bequem. Halt, was denke ich da? Ich mag sie, aber so sehr nun auch nicht. Sagt er noch was anderes? Pantoffeln sagen sehr viel über eine Nein, Frau tut er aus. nicht. Gut. Etwas leichte Nachtlektüre, aha. So, mir fehlt jetzt Idee. Anna Marias Badezimmerwaage. Vielleicht kann ich mit meinen Indizien hier irgendwas noch mal anfangen. Ein Polaroid. Foto von Anna Maria im Nonnengewand macht mich irgendwie nervös. Tja. DVD? Das ist die DVD über einen Typen namens Maynard. Ja, genau, die kennen wir auch schon. Dann nutzen wir mal unser PDA. Irgendwo hinhacken ist nicht drin. Wir könnten aber mal versuchen, Nico anzurufen oder Anna Maria. Einfach. Ich habe da so dieses Gefühl, dass wir jetzt da irgendwas erreichen können.
Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr erreichbar. Vielleicht Nico. Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr erreichbar. So, jetzt mache ich mir Sorgen, wenn wir Nico nicht anrufen können. Irgendein Indiz im Handbuch. Ja, sie ist nach Phoenix abgerauscht. Hilft mir nicht weiter. Verbinden kann ich mich nirgends. Bastienbäckerei, Kautionsbüro. Wo ich die Rechnung nicht bezahlt habe. Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr erreichbar. Also irgendwie müsste ich doch dann eigentlich... Das ist wohl die Folge, wenn man seine Telefonrechnung nicht bezahlt. Ja, das stimmt. Eigentlich müsste ich... Vatikan anrufen? Ich habe keine Ahnung. Warum ich Nico nicht erreiche? Das macht mir jetzt Gedanken. Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr erreichbar. Also George, da solltest du dir mal Gedanken machen. Warum ist sie nicht mehr erreichbar? Ich sorge mal für Veränderungen. Einfach mal das Wasser laufen lassen. Vielleicht geht ja dann irgendwas irgendwann in die Brüche oder so. Ist doch mal ein Buch. War hier das? George, du bist unproduktiv und ich weiß nicht warum. Schau dir die Karte an. Die Karte, die mir Pater Gregor gegeben hat. Das ist nicht richtig so. Was mache ich mit der Karte? Was kann ich mit der Karte anfangen? Oder mit dem Rosenkranz. Anna Marias Rosenkranz. Auf der Rückseite des Kreuzes steht Memento Mori. Ich schaue mir die DVD nochmal an. Ich habe mir die DVD schon angesehen. Ich weiß alles, was ich über Maynard und einatomiges Gold wissen muss. Echt? Ich glaube, da gibt es noch mehr zu wissen. Weil was hilfreich wäre. Kann ich hier irgendwas anzünden? Beispielsweise die Karte vom... Pater Gregor? Keine Chance, mache ich nicht. Vielleicht kann ich noch Mark befragen. Also er ist der Einzige, der noch irgendwie erreichbar ist. Hallo mal wieder. Hi Mark. Hallo mal wieder. Hi Mark. Nein, mit ihm können wir auch nicht reden. Danke, Mark. Jederzeit. Kommen wir auch nicht in seine Wohnung rein. Wenn ich mir die Katzensachen da anschauen kann. Da ist ein Bild von einer Katze drauf. Tja, was habe ich noch nicht gemacht? Ich habe noch nicht versucht, nochmal über die Wäscheleine zu klettern. Die Türen zum Balkon sind abgeschlossen. Sehr sensibel. Jeder könnte hier draußen rumklettern. ja. Leute befragen. Irgendwelche Sachen anschauen. Archie ist weg. Das heißt, den könnte ich gar nicht mehr befragen. Wo soll ich jetzt hin? Kann ich nicht aufsuchen. Ich muss in Rom bleiben. Mich überkommt das Gefühl, dass es hier noch was zu tun gibt. Ja, ich versuche mal das Auto zu... Ja. Aber ich versuche mal das Auto hier nochmal anzuschauen. Marks Auto wurde wieder gewaschen und auf Hochglanz poliert.
Das strahlt, dass einem die Augen schmerzen. Wie dumm von mir. Ist doch ganz einfach. Nochmal mit Leuten reden, hat er doch extra gesagt. Das heißt, wir plaudern jetzt mal mit den Leuten in der Nachbarschaft. Manchmal ist die Lösung so nah. Ja? Entschuldigung, ich benötige eine Auskunft. Hör ich mies, wie eine Touristin Informationen an? Nein, ich meine... Wiedersehen. Na gut, das war wohl die falsche. Probieren wir den Knopf. Ja? Entschuldigung, ich benötige eine Auskunft. Hör ich mies, wie eine Touristin Informationen an? Nein, ich meine... Wiedersehen. Ja, okay. Ich frage trotzdem nochmal hier nach, einfach wegen der Vollständigkeit, weil sonst bin ich ziemlich ratlos. Ne? Probieren wir den Knopf. Ja? Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo ich... Verkaufe Sie etwas? Nein, ganz und gar nicht, ich... Sie verkaufe was? Ihr seid alle gleich. Jetzt verschwinde Sie! Probieren wir den Knopf. Pronto? Entschuldigen Sie, ich suche eine Freundin. Blond, etwa 1,70 groß und sie heißt Anna Maria. Für sowas sind Sie im falschen Stadtteil. Versuche Sie es am Fluss. Ja, George, hast du gehört. Geh zum Fluss. Weil hier finde ich jetzt im Moment kein Indiz, was weitergehen könnte. Ganz ehrlich nicht. Hier keine Chance, mache ich nicht. Ich kann nicht am Bild rumschnitzen. Ich habe ja noch ein Messer irgendwo. Da ist es. Das klappt doch nicht. Ich frage mich, wie es auf Hochglanz sein kann, wenn da die Tauben noch mal dran sind, aber gut. Marks Auto wurde wieder gewaschen und auf Hochglanz poliert. Ich möchte woanders hinreisen. Oder zumindest dann den Charakter wechseln auf Nico, weil die macht doch bestimmt ein abenteuerliches Erlebnis. Wo soll ich jetzt hin? Ich kann hier aber auch nicht eine andere Karte aussuchen. Ich muss hier bleiben. Das ist unschön. Im Vatikan lässt mich hier keiner mehr rein. Mich überkommt das Gefühl, dass es hier noch was zu tun gibt. Ich versuche nochmal den Vatikan anzurufen, also die Bäckerei. Vielleicht geht da ja nochmal jemand ans Telefon. Und ich kriege eine Information. Hallo, ich bin's, Ihr liebster Mann vom Ordnungsamt. Oh, sie hat aufgelegt. Es ist eine Miniatur-Rotweinflasche mit Schraubverschluss. Eine Hostie von den barmherzigen Schwestern. Ja. Auf dem Bild ist nichts. Der Stift mit dem Bild einer schwarzen Katze. Der hat doch auch sowas, der Pater, ne? Novize Mark. Stift mit der Katze drauf. Ob das was zu bedeuten hat, ich bezweifle es zwar, aber trotzdem. Lieber einmal zu viel geschaut, als dann irgendwas vergessen. Hallo mal wieder. Hi Mark. Ich habe diesen Stift neulich gefunden. Sagt dir das Emblem was? Der Stift stammt aus dem Massagesalon zur Schwarzen Katze in der Altstadt. Es ist ein Club für den Klerus des Vatikans. Ein Club für Kleriker? Ja genau. Selbst Priester müssen ja mal entspannen, oder? Oh, ich verstehe. Diese Art von Entspannungsclub. Bist du auch Mitglied? Jeder, der hier was auf sich hält, ist Mitglied der Schwarzen Katze. Aber warum sollte dann Anna Maria einen ihrer Stifte haben?
Woher soll ich das wissen? Tja, auf jeden Fall ein Indiz, mit dem ich arbeiten kann. Danke dir. Bestimmt können wir jetzt zur schwarzen Katze. Ich hoffe es, weil ansonsten wüsste ich nicht, wie es weitergeht. Und wir sollten uns hier ja umhören. Möglicherweise haben wir die schwarze Katze ja nochmal gesehen und ich mich daran erinnert. Wo soll ich jetzt hin? Mist. Mich überkommt das Gefühl, dass es hier noch was zu tun gibt. Ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr mit Mark reden. Ich habe gedacht, das Indiz reicht mir, aber jetzt frage ich einfach mal, wo die das schwarze... Das ist der Topf, unter dem der Wohnungsschlüssel versteckt war. Ja, wo die schwarze Katze ist, damit ich mich dort mal umschauen kann. Er glaubt mir, dass ich zum Vatikan gehöre. Geheimdienst, um genau zu sein. So, mach auf. Aufmachen, sag ich. Hallo mal wieder. Hi, Mark. Hallo mal wieder. Hi, Mark. Schwarze Katze. Los, sprich darüber. Du gehst also gerne mal in die schwarze Katze. Nach einer anstrengenden Chorstunde gibt es nichts Besseres, als sich bequem hinzulegen, eingeölt und massiert zu werden. Glaube ich. Wer geht sonst noch dahin? Also ehrlich, ich petze doch nicht. Und wie finde ich dahin? Der Club ist in der Altstadt. Die Chiasso delle Singare runter. Nicht zu verfehlen. So, erzähl mir mehr. Kommen in die schwarze Katze nur Geistliche rein? Nein, nein. Aber bei den ganzen Besuchern in der Stadt sind sie im Moment sehr streng bei der Aufnahme neuer Mitglieder. Man will keine Menschenmenge, wenn man mit Öl rummacht, was? Genau. Und wo sollte der Klerus auch hin? Okay. Kann ich irgendwie eine Mitgliedskarte kriegen? Danke, Mark. Jederzeit. Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wissen wir, wo wir hin müssen. Ich hoffe, jetzt ist es richtig. Adresse wurde genannt. Also, George, tu mir einen Gefallen. Oder tu ihn uns beiden. Und geh dorthin. Wo soll ich jetzt hin? Die schwarze Katze. Gut. Ich glaube, ich gehe in den Massagesalon zur schwarzen Katze. Chiasso delle Singare. Da sind wir doch richtig. Ja, das ist richtig. So, hier können wir kurz mal mit jemandem sprechen. Nein, siehst du erstmal an, bevor du rumklingelst. Sieht wie eine Sprechanlage aus. Wer hier wohl lebt? Ja, finden wir raus. Pronto? Verzeihen Sie, wissen Sie etwas über die schwarze Katze? Ja, dieser Mistkater pinkelt immer auf meine Wäsche. Wenn Sie ihn sehen, drehen Sie ihm den Hals rum, ja? Okay. Direkt der Nachbarschaft und hat keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten das so geht. Noch eine Sprechanlage. Ja? Verzeihen Sie, wissen Sie etwas über die schwarze Katze? Was? Sie dreckiges, perverses Schwein! Liegt das an mir oder sind die Römer immer so zu den Touristen hier? Es liegt an dir, George. Als ich in Italien war, war das ganz anders. Gut, zugegeben, es war nicht direkt Rom, aber da war das trotzdem ganz anders. Ja? Verzeihen Sie, wissen Sie etwas über die schwarze Katze? Egal, was sie Angestellte hat, es ist nicht ihre Schuld. Nein, ich meine... Wiedersehe. Okay, ihr gehört die Katze. Ah, nein, das ist so ein Schatten. Abgesperrt. Naja, okay. George. Aus der... Hallo? Handschutztür. Kein Griff auf dieser Seite. Das wird unser geheimer Ausgang werden. Hey, der sieht doch wichtig aus. Ein breiter Türsteher versperrt den Eingang.
Nur für Mitglieder, kapisch? Alles bis auf kapisch. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Erzähl mir mehr über die schwarze Katze. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Kann ich Mitglied werden? Mitgliedschaft ist abgelaufen, klar? Oh, wie schade. Ich habe gehört, die Massagen hier wären was ganz Besonderes. Da hat man dir was Falsches erzählt. Das ist ein ruhiges, heißes Dampfbad für ruhige, fromme Leute. Aber ich habe mit Marc gesprochen. Der hat gesagt, hier gibt's Massagen. Autsch, aua, Notfall. Mein steifer Nacken macht mich wahnsinnig. Lass mich schnell rein. Kein Mitgliedsausweis, kein Einlass. Aber mein steifes Genick. Kann ich mal eben brechen, wenn du... Ich meine, tut mir leid, da frag lieber deinen Arzt oder Apotheker. Ich will aber rein. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Okay, ich weiß, wie ich nett und fromm wirken kann. Ich hab eine Hostie, ich hab eine Pulle Wein und vor allem, am wichtigsten, ich hab die coole Karte hier. Das ist kein Mitgliedsausweis. Gregors Karte öffnet zwar ein paar Türen, aber wohl nicht diese hier. Och, schade. Kann ich was hacken? Nein. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Kennst du die hier? Das ist nicht der richtige Weg. Ja. Ja, ich bin fromm, ich habe einen Rosenkranz. Das wäre keine so gute Idee. Ich habe hier noch heilige Hostie. Das klappt doch nicht. Ich habe eine leere Pulle von Wein, also... Das mache ich nicht. Ah. Spielst du Golf? Hey, darf ich euch meine fantastische Erfindung vorführen? Nein, wir spielen hier kein Golf. Was spielt ihr denn hier? Ohne Mitgliedsausweis wirst du das wohl nie erfahren. Darf ich dir ein Feuer geben? Keine Chance, mache ich nicht. Nichtraucher. So ungesund. Hier, eine Salami, nicht koscherer. Das ist nicht richtig so. Auch nicht. Ortabschnittskarte bringt nichts. Hotel, hier, vielleicht ist er auch Fan. Das mache ich nicht. Nein, ist kein Fan. Das funktioniert so nicht. Ich könnte noch mit verschimmeltem... Oh, halt, ich habe einen Stift. Hier. Das ist nicht richtig so. Ach, schade. Der Stift hat mich nicht weitergebracht. Brandschutztür. Kein Griff auf dieser Seite. Brandschutztür. Kein Griff auf dieser Seite. Ich kann die Karte hier bei der Tür helfen. Keine Chance. Mache ich nicht. Nein, kann sie nicht. Ich habe eindeutig nichts, damit ich mir hier den Weg freischaufeln kann. Höchstens, wenn ich da hinten nochmal klingele und mir irgendeiner was Interessantes sagt. Ja? Verzeihen Sie, wissen Sie etwas über die schwarze Katze? Ich weiß, dass man Ihnen dort nur das Geld abknöpft und Sie trotzdem unbefriedigt bleiben. Warum versuchen Sie nicht mal mein Angebot? Oh Gott, ist es wirklich schon so spät? War nett, mit Ihnen zu plaudern. Ich weiß jetzt gar nicht, warum er so kritisch reagiert hat. Bitte, wenn wir bei der in der Wohnung reinkommen, können wir irgendwie durch einen geheimen Eingang... Kann man hier nicht einfach übers Geländer klettern? Ja? Verzeihen Sie, wissen Sie etwas über die schwarze Katze? Hat Signora Rosso Sie geschickt? Nein, warum? Sagen Sie ihr, es ist nicht mein Fehler, wenn Ihr Mann lieber ein paar frische Spaghetti probiert. Aber... Wenn Sie ein bisschen besser auf Ihre Aussehen achten würde, wäre das nie passiert. Das klingt strange.
aber irgendwie klingt das so nach Ehebruch. Na, kann auch in Rom passieren. Die sprechen nicht mehr mit mir. Okay. Halt. Bei dir habe ich noch nicht geklingelt. Also nicht nochmal geklingelt, glaube ich. So, ich habe sie alle verärgert. Zutritt nur für Mitglieder. Der Club zur schwarzen Katze. Ja. Aber könnte Anna-Maria wirklich irgendwas mit so einem Schuppen zu tun haben? Ja. Denke schon. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Das habe ich verstanden. Aber wie kann ich ihm beweisen, dass ich nett und fromm bin? Ich kann mir das Zeug nicht anziehen. Ich kann hier nicht mehr... Anna-Marias Rosenkranz. Auf der Rückseite des Kreuzes steht Memento Mori. Können wir Messer auf ihn losgehen, ist aber nicht die Lösung. Das funktioniert so nicht. Soll ich das Brot mit ihm teilen? Das mache ich nicht. Nein, macht er nicht. Ich kann ihm meinen Rosenkranz zeigen. Das funktioniert so nicht. Wisst ihr was? Ich frage mal nach Marks Karte. Vielleicht darf ich ja dann rein. Ja, schließlich sind wir Geheimagent und er ist uns ja mehr oder weniger was schuldig. So. Gehorsampflichtig, wie auch immer, weil er ja beim Geheimdienst mitmachen will. Und dann wird er uns bestimmt die Karte leihen. Und er ist auch zu Hause. Hallo mal wieder. Hi Mark. So, hallo mal wieder. Hallo mal wieder. Hi Mark. Hi Mark. Ich brauche deine Eintrittskarte. Mark, ich muss in die schwarze Katze. Verstehe. Wir müssen wohl etwas Stress abbauen, wie? Es ist eher eine Untersuchung des internen Ermittlungsdienstes. Klar, sicher doch. Ich brauche deine Karte, um da reinzukommen. Aber das geht nicht. Ich habe geschworen, die Karte nie zu verleihen. Wer den Schwur bricht, bekommt lebenslanges Hausverbot. Aber wir reden hier von der Sicherheit der gesamten Kirche. Du hast gut reden. Du bist ja noch nie in der schwarzen Katze massiert worden. Gib mir die Karte. Mark, was muss ich tun, um deine Mitgliedskarte zu bekommen? Tut mir leid, George, aber das geht nicht. Es wäre ein Vertrauensbruch. Und was könnte ich trotzdem tun? Mark, was muss ich tun, um deine Mitgliedskarte zu bekommen? Tut mir leid, George, aber das geht nicht. Es wäre ein Vertrauensbruch. Oh, es ist ganz einfach. Ich tausche. Danke, Mark. Jederzeit. Hier, ich gebe dir was, womit du... Nein, das ist es nicht. Ja, die Zeit verbringen kannst, während ich mit deiner Karte spiele. Ich wette, du hättest gerne auch so ein Foto von Lucy Chu. Eigentlich bin ich hinter etwas Persönlicherem her. Etwas, das mir sagt, ich bin nur für dich bestimmt. Mit Autogramm? Das funktioniert so nicht. Jetzt wird's knifflig. Bulle Wein. Ich habe keine Ahnung. Hier die Karte. Keine Chance. Mache ich nicht. Ja gut. DVD. Keine Chance. Mache ich nicht. Du willst das Foto also wirklich nicht? Danke, aber es ist nicht besonders genug, George. Tja, ich habe keine Ahnung, wie ich es besonders mache. Außer mit einer Unterschrift, ne? Ich hätte jetzt hier aber... Keine Chance, mache ich nicht. Okay. Vielleicht sollte er nicht zusehen, während wir die Karte unterschreiben, also das Foto. Ich habe das Foto auf der Rückseite unterschrieben. Die Nachricht sollte mehrdeutig genug sein.
eine Idee, die ich schon vorher hatte. Hallo mal wieder. Hi Mark. Da hat es nicht funktioniert. So, hier. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass dieses Foto von Lucy Chu handsigniert ist? Was? Nein, das wäre ja sensationell, denn sie gibt normalerweise keine Autogramme. Was steht denn drauf? Für meinen größten Fan, möge der Himmel dir deine Hilfe vergelten. Deine Lucy. Kuss, Kuss, Kuss. Kuss, Kuss, Kuss? Kuss, Kuss, Kuss. Oh, ich platze vor Neid. Sowas wäre der Stolz meiner ganzen Sammlung. Wärst du eventuell bereit, dich von dem Autogramm zu trennen? Tja, ich weiß nicht. Immerhin ist es handsigniert. Gut, wie wäre es, und ich fasse es nicht, dass ich dir sowas anbiete, wenn ich dir meine Mitgliedskarte für die schwarze Katze gebe? Ach, ich weiß nicht, Mark. Du könntest dadurch doch Ärger bekommen. Ärger? Ha! Ärger ist mein Spitzname. Na gut, aber nur, weil du ein so großer Fan von Lucy Chu bist. Oh, George, du weißt gar nicht, wie glücklich du mich machst. Ich kann's mir vorstellen. Hier, bitte, George, und nochmals danke. Ein Glück. Wir haben die Karte. Und in der nächsten Folge werden wir dann auch endlich in die schwarze Katze reinkommen. Mach die Tür zu, Mark. Belausch mich nicht. Danke. Genau. Wir werden in die schwarze Katze reinkommen, werden dann endlich mal herausfinden, was da so toll ist und gegebenenfalls vielleicht auch ein paar Indizien auf Anna Maria finden. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.